Ja, hallöchen und herzlich willkommen im Nazaralter. Und ihr seht es, die Anzeige ist weg. Ist hier noch was Spannendes drin? Kann man runterschwimmen. Oder auch nicht. Ja, dann, hinten haben wir ja alles erledigt. Das heißt, wir wollen... Wow. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine Hydraulik. Zeig mir, was du drauf hast. Habe ich das nicht gerade gesagt? Au. Das hat gesessen. Das hat sehr gesessen. X bitte. Warum schießt das Ding nicht? Lad doch nach! Alter, das Ding haut böse rein. Keine Chance, ey. Ich komme hier nicht zum Schuss. Aber wenn er trifft, dann sitzt er. Ja, wenn er trifft, dann sitzt er. Das gilt leider auch für den. Okay, der ist hart. Ich glaube, wir brauchen mehr von der Munition für den Raketenwerfer. Nur so ein Gefühl. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3, Zugang gewährt. So, dann wollen wir uns mal noch ein bisschen, ihr wisst schon. Toll. Eine geht noch. Bitte Vorgang auswerten. Ja, besser zwei als keine, würde ich sagen. Die brauchen wir gerade auch nicht. Das kann weg, dann haben wir hier noch Platz für. Demontage bitte. Das wird aber auch für nichts reichen. Warte mal. Was soll es sein, Major? Nee, die Railgun taugt. Weiß nicht, ob die dafür taugt. Bin ich mir gerade unsicher. Speichere Daten. So, nochmal. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Alter, der zimmert halt echt böse rein. Ich habe gerade ein Schild hochgezogen. Okay. Der scheint nicht sehr effektiv zu sein. Hatte ich das jetzt nochmal gespeichert, nachdem ich die Munition gebaut habe? Ich frage für einen Freund, der sie braucht. Ja, habe ich. 9 Schuss haben wir. So. Und gleich nochmal, das werden wir wohl heute noch ein paar Mal sehen, habe ich so das Gefühl. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt. Habe ich das nicht gerade gesagt?
Ich muss sagen, die Bewegung von den Robotern finde ich schon irgendwie sehr geil. Leider habe ich schon wieder nicht getroffen. Boah. Alter. Mal probieren, ob die, ob man mit der Kalasch nicht irgendwie mehr Schaden an dem Ding machen. Respektive zu mehr Schüssen kommen, bevor er uns zersemmelt. Ich meine, klar, wenn der Fatboy trifft, dann ist das schon cool. Das Problem ist nur, dass er es regelmäßig nicht tut. So, jetzt fallen wir hier wieder runter. Jetzt kommt wieder die Sequenz. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Taubkropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt, es ist eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Ja. Okay, haben wir irgendwas in den Verbesserungen, was uns da irgendwie weiterhilft? Mal nur so. Also ich glaube, ihn im Nahkampf platt zu machen, ist eine scheiß Idee. Zugang gewährt. Ja, Energie, schön. Polymerschild vielleicht. Schildaufladezeit verkürzt. Das könnte helfen. So, ich glaube, Telekinese hilft mir gerade relativ wenig. Polymerstrahl ist vielleicht eine Idee. Und dann sagen wir an der Stelle, dass wir jetzt unser Polymerschild benutzen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, legen wir die Telekinese ab. Was? Nein. Der Polymerstrahl kommt auf E. Schock haben wir sowieso. Und dann drücken wir hier mal kurz auf Speichern. Speichere Daten. Und schauen wir, was das bringt. Weil ich glaube, Telekinese gegen dieses Riesending, das ist wahrscheinlich vergeblich Liebesmüh. Und natürlich, dass der Laser jetzt zurückgestrahlt wird, könnte helfen. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Das heißt, erste Amtshandlung, wenn der jetzt hier gleich an den Start geht. Das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt, ist eine Hydraulik. Das hat gar nicht funktioniert. Gerade gesagt. Au.
Lad nach! Boah, verdammt, da war eine Kollisionsbox vom Wal im Weg. Ich glaub's nicht. Boah, daneben. Ah, shit. Heilen bitte, heilen bitte. Hab Spaß damit. So, damit haben wir keine Muni mehr. Boah. Nö. Also Polymerschild hilft uns gar nichts. Erste Feststellung. Der semmelt einfach durch. Strahl, ja, ein bisschen Schock hätte ich noch probieren können. Vielleicht probieren wir jetzt einfach mal mehr Schock und mehr Strahl. Bitte Vorgang auswählen. Was auch, glaube ich, noch ganz gut geholfen hat, war tatsächlich einfach mit der Colorschwelle draufhalten. Wir haben allerdings nicht mehr genügend Zeug, um dafür Munition zu bauen. Es sei denn, wir können noch was zerlegen. Sieht schlecht aus. Elektro, lächerlich, Schienenkanone. Schienenkanone. Aber auch so ewig, bis die hochzieht. Autorisierung. Major. Was wir aber, glaube ich, auf jeden Fall noch machen, ist Folgendes. Wir stecken alles, was wir an großen Polymerkapseln noch haben, noch ein. Dann... Wie war das? Mittlere Maustaste? Mausrad? Nee. Tab war's. Pumpen wir uns hier gerade noch mal die Gesundheit ein bisschen auf. Packen das verbrauchte Ding hier gleich wieder rein. Drücken noch mal auf Speichern. Und ja, weil es so schön war. Also wir müssen auf jeden Fall dem Laser ausweichen, so viel steht fest. Scheiße. Schild können wir vergessen, der macht einfach gar nichts. Auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt, ist das eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Nein, das glaube ich nicht, Tim. Das glaube ich schon eher. Wieder an der Kollisionsbox von dem Scheißwal hängen geblieben, ey. Lädst du bitte das Ding nach? Treffer. Das leider auch. Das ging einen Meter weit daneben. Das nicht. Ja, den Wal kannst du mir frittieren, das ist in Ordnung. Lieber den als mich. Da hast du noch was zum Nachdenken. Na, Schatzi. So, jetzt wechseln wir auf die Kalasch. Nein, leider nicht. Was für Tentakel da bitte? Au, fuck. Alter. Alter. Ging schon mal besser.
Also im Grunde genommen muss erstmal wirklich jeder Schuss mit dem Raketenwerfer sitzen. Ja, Granatwerfer, whatever. Damit kriegen wir ihn etwa auf die Hälfte runter und der Rest, keine Ahnung, hoffen und beten. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine gute Frage. Zeig mir, was du drauf hast. Habe ich das nicht gerade gesagt? Kollisionsbox. Nein. Lässt bitte nach. Daneben. Der hat gesessen. Der auch. Shit. Verdammt. Sperz. Hat viel Spaß damit. Das hat grad gar nichts geholfen, okay? Kein Strom mehr. Shit. Was da jetzt los? Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Hören Sie bitte auf, zu tentakeln. Hören Sie bitte auf, den Schaden zu machen. Shit. Heilen. Und dann heilt er nicht mehr. Verdammt. Ja, du bist tot. Was ein Scheißgegner. Ich glaube, das habe ich jetzt über die meisten Gegner gesagt. Wobei, der im Theater war eigentlich noch relativ okay. Den konnte man relativ gut ausweichen. Theoretisch könnten wir jetzt natürlich noch was versuchen. Warte mal. Polygon 12, hier ist die Krankenstation. Wir könnten uns ein Fahrzeug suchen. Und schauen, dass wir nach Polygon irgendwas kommen. Habe ich irgendwie gerade auch nicht so richtig lässt, habe ich das Gefühl. Testgelände 11. Gibt es hier sowas wie Schnellreise? Kalasch, Kollimator, Fettbeimine, Dominator, polymergedämpfter Kolben, zielsuchende Projektile für den Fatboy wäre natürlich gut. Aber Fast Travel ist nicht.
weiß nicht. So, mal wieder. Wir kennen es mittlerweile in- und auswendig. Hat dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Und daneben. Auflehnen scheint am dann. Au, fuck. Haben wir getroffen? So, letzter Schuss. Nee, nicht gut getroffen. Puh. Haben wir irgendwas aus dem Level, was hier hilft? Das irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine Hydraulik. Ja, okay, das hat schon mal gut angefangen. Schuss vergeudet und. Ja, und wegkassiert. Dass er hier durch den Wald durchkrabbeln kann, finde ich ein bisschen unlustig. Mach Schild, mach Schild!
das ist, glaube ich, ziemlich Feierabend. Nee, und weg. Ja, genau das. Ziemlich genau das. So, einen Versuch machen wir noch. Kann man noch irgendwas... Bitte Vorgang auswählen. Irgendwas tun, was uns noch ein bisschen mehr Munition gibt. Da fehlt uns im Moment der Sprengstoff. Okay. Okay, damit haben wir noch ein bisschen Munition für die Kalasch. Hä? Was soll es sein, Major? Okay, die hat er nicht gebaut. Beziehungsweise er hat die Teile verbraucht? Nee. Doch, die Teile hat er verbraucht, aber keine Munition gebaut. Ja, super. Das speichern wir vielleicht besser nicht. Und so, dann können wir noch ein Gesundheit reindrücken. Keine Ahnung, ob das uns viel hilft. Irgendwas ist gerade eben komisch. Ich hatte auch mehr Gesundheit, als ich gespeichert habe, als die ich jetzt habe. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Taubkopf ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist das eine Hydraulik-Pumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Wer hat denn nicht besessen? Der auch nicht. Der immerhin. Das ist die Munition, die haben wir aufgebraucht. Au. Was da mit der Tentakel-Scheiße eigentlich abgeht. Da ist schon auch irgendwas nicht mit dem Ding. Das war vielleicht nicht so gut, wobei hat mir vielleicht nicht, könnte schlimmer sein. Das war schlimmer. Und da ist das Spiel verreckt. Super. Träumchen. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Erstmal euch danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal hier irgendwie mehr Glück haben. Macht's gut. Ciao.